So, jetzt kommen wir zu dem Video, auf das ihr schon lange wartet oder auf das viele warten. Mir haben sehr, sehr viele Leute sehr viele Fragen geschrieben und die würde ich gerne beantworten. Und sorry, wenn ich nach unten schaue, aber ich habe hier mein Handy, da sind die Fragen drin und auch noch so ein Zettel, auf dem ich mir einige Fragen aufgeschrieben habe, zu beantworten. Ich werde alles von Papieren, also was eben für die Hochzeit wichtig war, was wir da noch gebraucht haben, auch für den Visumantrag, wie es bei mir war, das kann ich nicht festlegen, das ist individuell, werde ich, wie es bei mir war, in die Infobox schreiben. Und als erstes vorweg möchte ich mal klarstellen, dass das Video oder meine Videos allgemein keine Aufforderung sein sollen, dass jetzt ganz viel auf die Idee kommt, einen Tunesier zu heiraten oder meinen, dass ich der Meinung bin, dass alle da so perfekt und toll sind. Nein, bin ich nicht, ich weiß, dass wirklich der Großteil der südländischen Männer dort nicht toll sind und auch die Frauen eher ausnutzen. Und ich erzähle einfach nur meine Geschichte, wie es bei mir ist, wie mein Empfinden ist. Und das heißt nicht, dass es auf irgendjemanden Einfluss nehmen soll. Okay. Eine Frage war: So, ich wünsche dir ganz viel Glück und Erleichterung in deinem Vorhaben. Ich würde gern wissen, wie du es machst, wenn du nach Tunesien für längere Zeit gehst. Also du bist ja mit der Schule fertig, aber noch arbeitslos. Tust du dich gesetzlich abmelden, also aus Deutschland? Bist du dann noch versichert etc.? Das würde mich hier interessieren. Und kannst du dann immer hin und her reisen ohne Probleme? Also wenn man hin und her reist, muss man sich nicht abmelden. Ein Visum muss man, wenn man nach Tunesien fliegt, erst nach 6 Monaten beantragen. Also wenn man länger als 6 Monate in Tunesien sein möchte, braucht man ein Visum aus Deutschland raus und vorher nicht. Ja, also gesetzlich abmelden tue ich mich gar nicht. Weil es ist so, wie wenn man ganz normal in Urlaub fliegt, man bucht den Flug und geht zum Flughafen und fliegt. Ganz einfach. Also ich bin dann natürlich ganz normal versichert, wie wenn man in jeden anderen Urlaub auch geht. Nächste Frage. Freue mich auf jeden Fall sehr für dich und deinen Mann. Darf ich fragen, wie das jetzt mit dem kulturellen Unterschied für dich ist und besonders, wie es mit der Religion aussieht? Also ich stelle mir das vor, dass dein Mann muslimischen Glauben ist. Bist du konvertiert? Nein, ich bin nicht konvertiert, ich bin nach wie vor katholisch. Und das mit der Religion ist natürlich ein Thema bei uns. Aber weitestgehend bezieht sich das nur auf, dass wir zum Beispiel beide mittlerweile kein Schweinefleisch mehr essen. Das mache ich aber nicht, weil er das möchte oder weil ich jetzt so halbe muslimisch sein möchte, gar nicht, sondern einfach nur Solidarität für ihn, weil wir ja sowieso kein Schweinefleisch zu Hause haben und das auch nicht essen. Wegen ihm, logisch, aber ich esse generell nicht sehr viel Fleisch und bei mir muss es auch kein Schwein sein. Und wenn wir irgendwo sind, gerade jetzt zum Beispiel bei dem Wetter zum Grillen oder so, klar gibt es dann Schwein, aber dann esse ich einfach kein Schwein, weil es gibt auch andere Sachen, die man essen kann und dann verzichte ich einfach für ihn darauf, weil ich es nicht brauche. Bin per Zufall auf dein Video gestoßen. Wie geht es euch heute? Seid ihr noch glücklich? Ja. Also wir sind super glücklich. Wir wohnen ja mittlerweile zusammen. Das kann ich euch vielleicht auch kurz updaten. Wir sind jetzt mittlerweile seit 1 Jahr und 8 Monaten zusammen. Seit dem 2. August ist er bei mir in Deutschland. Wir wohnen mittlerweile auch zusammen. Als er hergekommen ist, haben wir erstmal noch zusammen bei meiner Mutter und meiner Schwester gewohnt, mit meinem Opa und meiner Oma zusammen. Das war sehr schwierig. Und wir sind jetzt auch seit über 1 Jahr schon verheiratet und es klappt sehr gut und ich bin super glücklich. Also ich bereue keine Entscheidung ihn bezüglich, die ich getroffen habe. Keine. Eine Frage an dich. Gab es für dich mal die Option, nach Tunesien zu gehen für immer oder war es von Anfang an klar, dass er nach Deutschland kommt? Würde mich mal interessieren, danach ich gerade in der Situation stecke, wo das Leben besser ist. Also für ihn ist natürlich das Leben dort besser. Ich finde das Leben hier besser. Aber das interpretiert jeder anders. Also für mich war auf jeden Fall klar, dass ich nicht in Tunesien wohnen möchte, weil dort das Leben einfach ganz anders ist, mit anderen Standards und so. Das heißt nicht, dass das Leben dort schlecht ist, überhaupt nicht. Ich gehe dort super gerne in Urlaub, ich bin dort auch super gerne, aber es ist halt einfach nach wie vor so, dass du dort als Frau nicht die Möglichkeiten hast, wie du sie in Deutschland hast. Und ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier meine Ausbildung. Also ich bin dort super gerne im Urlaub, aber dort leben wollen würde ich nicht, weil man dort einfach als Frau nicht so Frau sein kann, wie man es vielleicht hier in Deutschland sein kann. Nein, also er wollte von Anfang an nicht nach Deutschland. Er wollte tatsächlich, dass ich zu ihm nach Tunesien ziehe. Das wollte ich nicht, habe ich zu ihm auch gesagt, Schatz, nein.
möchte ich nicht so gerne. Hat er dann auch relativ schnell eingesehen. Und jetzt wohnen wir hier zusammen. Wie lange braucht ein Anfänger, um den A1 Deutsch-Test zu schaffen, also von 0 auf 100 in Monaten? Also ich habe mit ihm sehr viel gelernt. Er war in keinem Kurs. Es gibt Kurse dafür, die das anbieten, damit die Leute das schneller lernen. Er war in keinem. Er hat nur mit mir gelernt. Also das Deutsch, das er für den Test gelernt hat, haben wir zusammen erarbeitet. Und wir haben intensiv, wirklich jeden Tag in der Zeit, in der ich dort war, und das waren, glaube ich, 2 Monate, haben wir wirklich jeden Tag gelernt. Und der erste Test hat auch nicht geklappt. Da ist er durchgefallen wegen ein paar Punkten. Und den zweiten hat er dann geschafft. Also der Test ist auch nicht so ganz ohne. Aber dazu habe ich auch schon ein paar Sachen im ersten Video gesagt. Also es kommt auch natürlich auf die Person drauf an. Je nachdem, wie gut eine Person lernt, klappt der Test weniger schnell oder schnell. Also ja, würde es mega interessieren, wie er sich so eingelebt hat und wie generell das Leben hier für euch beide ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, nach Tunesien für einen längeren Zeitraum zu gehen? Ich selber studiere hier zurzeit, aber bis ich fertig bin, dauert es leider noch ein bisschen. Liebe Grüße. Also ja, haben wir. Und wir haben auf jeden Fall schon festgelegt, dass wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, was jetzt noch eine Weile ist, weil ich gerade erst angefangen habe, also so in circa 2, 2,5 Jahren, möchten wir auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum nach Tunesien gehen. Momentan haben wir uns entschieden, das so auf einen halben Monat zu legen, einfach aus dem Grund, dass ich meine Arbeit nicht so lange hier pausieren möchte und aus dem Grund, dass wir beide gesagt haben, dass wir die Befürchtung haben, dass uns dort schnell langweilig wird. Also, dass wenn wir wirklich dort eine Weile sind, dass wir dann sagen, okay, jetzt haben wir die ganze Zeit nichts zu tun, weil dort zu arbeiten wird nicht so leicht, außer wir würden wieder im Hotel arbeiten, aber eher nicht. Würde es ja relativ schnell langweilig werden, wenn man dann wirklich 6 Monate lang nichts zu tun hat. Dann war die Frage noch, wie funktioniert die Beziehung? Also die Beziehung funktioniert sehr gut. Wir haben natürlich so kleine Differenzen, aber die hat jede Beziehung. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wir haben die perfekte Beziehung und wir streiten uns nie. Ja, wie gesagt, das Papierkramzeug muss ich jetzt nicht unbedingt erklären, das ist eigentlich relativ simpel. Ich schreibe es euch doch mal alles in die Infobox, dass ihr das wirklich genau wisst, weil es halt wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und dort auch, wenn man irgendwo anruft, zum Beispiel bei der deutschen Botschaft oder eben im Konsulat, nicht so wirklich die Auskunft bekommt, die man braucht. Ich kenne das, ich weiß das und es wird zu jedem anders gesagt. Mir wurde was anderes gesagt, als ihm damals gesagt wurde und wieder jemand anderem wurde wieder was anderes gesagt. Also ja. Aber was ich noch dazu sagen kann, ist, dass die Papiere gerade bei der Hochzeit bei jedem anders sind. Von Standesamt zu Standesamt ist es anders und von Visum zu Visum ist es anders. Also Sie können da jederzeit mehr Papiere verlangen, Sie können weniger Papiere verlangen und Sie können Zusatzpapiere verlangen. Also keine Garantie für meine Angaben hier. Das war nur, wie es bei mir war. Dann war eine Frage, darf er arbeiten? Wie darf er arbeiten? Und hat er schon Arbeit gefunden? Ja, er hätte sofort am selben Tag anfangen können zu arbeiten, als er hier war, als wir ihn am Flughafen abgeholt haben. Aber er muss sich ja erstmal einen Job suchen und da sieht man mal, wie schwierig das ist, weil er ja keinen Führerschein hat, weil er den in Tunesien nicht gebraucht hat. Und ja, es einfach wirklich schwierig ist von der Sprache her, weil ich einfach merke, wie einfach es sich die Deutschen machen. Ich merke das auch bei meinen Freunden. Das ist immer ganz lustig, weil er macht es auch. Wenn dann jemand was zu ihm sagt, so ja, irgendwie war dein Tag so, bla 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 bla, dann guckt er immer mich an. Schatz, was hat sie jetzt gesagt? Oder was hat er jetzt gesagt? Und ich übersetze dann immer, weil ich das schon so automatisch mache. Aber ich habe mir jetzt mittlerweile angewöhnt zu sagen, hey, sag doch einfach, ich habe es nicht verstanden, sag es bitte nochmal. Und ich war mit ihm bei vielen Vorstellungsgesprächen dabei, einfach auch aus dem Grund, dass ich ihn hingefahren habe. Und da war das genauso. Die Leute haben nicht mit ihm gesprochen, obwohl der Job ja für ihn gewesen wäre, sondern mit mir. Und das hat mich dann schon auch leicht geärgert, weil sie müssen ja auch mit ihm reden können, wenn er dann dort arbeitet. Wie stellen sich die Leute das vor? Er hat mittlerweile Arbeit gefunden. Er arbeitet im Fitnessstudio als Fitnesstrainer, was er ja auch macht, was sein Hobby ist. Er liebt es total. Er macht es auch recht gern. Ja, was auch noch sehr wichtig ist, was ich unbedingt sagen wollte, wir haben wirklich viele Mädels geschrieben, und auch einige Jungs, denke ich, dass sie sehr, sehr viel mit Menschen
in Tunesien oder auch in Marokko oder Ägypten sogar, geskypt haben und die Person dort kennengelernt haben und dann hinfliegen möchten, um die Person zu heiraten. Und ich möchte dringend davon abraten, eine Person zu heiraten, um sie kennenzulernen. Also wenn ihr die Person noch nicht kennt, dann fliegt unbedingt vorher hin, um die Person kennenzulernen. Minimum einmal, wenn nicht sogar öfters. Weil bei mir war es zum Beispiel so, was viele jetzt nicht wissen, dass ich in der Zeit, in der wir zusammen waren, diese 8 Monate, bevor wir geheiratet haben, was ich auch schon sehr früh finde, wirklich jeden Monat dort war. Also ich war jeden Monat mindestens 2 Wochen dort. Und das heißt, ich habe ihn so gesehen, wie normale Beziehungen sich auch sehen. Also eben nur mal 2 Wochen nicht und dann 2 Wochen 24 Stunden. Und also es ist sehr ähnlich. Aber wenn man jemanden heiraten möchte, den man noch nie gesehen hat, macht es nicht, bitte, egal wie lange und wie oft ihr schon skypt. Und wenn es 10 Jahre sind, wenn du eine Person noch nicht wirklich in die Augen geschaut hast oder sie noch nicht gesehen hast oder einfach auch mit ihr gelebt hast. Und ich habe mit ihm gelebt. Wir haben diese 2 Monate, in denen ich auch so intensiv mit ihm Deutsch gelernt habe, dort in einem Haus zusammen gewohnt. Und dann wusste ich einfach, wie der Alltag mit ihm sein wird. Ich meine, klar, ohne Arbeit und auch nicht unbedingt, wie es in Deutschland ist, aber ich wusste es einfach und ich kannte ihn gut, als wir geheiratet haben. Und durch das, dass ich ihn halt so gut kannte, dachte ich mir dann auch, wo diese ganzen Mädels mir geschrieben haben, vielleicht sind sie nicht naiv, vielleicht sind sie nicht blöd, aber so geblendet von der Liebe, und das können diese Männer wirklich gut. Also diese Männer, die haben es drauf, den deutschen Frauen den Kopf zu verdrehen, ob man es wahrhaben will oder nicht, das ist leider so. Und da muss man echt aufpassen. Also bitte, bitte, bitte tut mir und euch selbst den Gefallen und heiratet niemanden, den ihr nicht persönlich kennt. Niemanden. Bitte. Also wenn euch noch irgendwas interessiert oder ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir einfach. Mein Instagram-Profil seht ihr hier. Es ist auch nochmal verlinkt in der Infobox. Und ich hoffe einfach, dass ihr für euch die richtigen Entscheidungen trefft und euch nicht so sehr beeinflussen lasst, weil es wirklich, wirklich viele gibt, die ja wirklich sehr naiv mit den ganzen Sachen umgehen. Und ja, es ist schwierig. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Und wenn man sich mal anschaut, wenn ihr euch das mal anschauen möchtet, könnt ihr euch das gerne anschauen, wie viele ja, Hasskommentare, wirklich Hasskommentare unter meinem ersten Video stehen, in dem ich so meine Geschichte erzählt habe. Und wie viele positive Kommentare darunter stehen. Und es gibt unter einem und es gibt unter anderem den Kommentar, der mir super, super gefallen hat. Was ich nicht verstehe, ist, warum sich alle aufregen. Wir leben im 21. Jahrhundert und haben 1000 neue Gesetze, Menschenwürde und so weiter. Leute, es ist ihr Leben bzw. deren Leben. Leben lassen. Wenn ihr noch zurückgeblieben seid und immer alles glaubt, was euch die Medien erzählen, dann ist das naiv. Ja, naiv. Sarah, hör nicht hin. Es ist dein Leben und genieße es. Lass es dir nicht von anderen rassistischen Kids versauen. Liebe Grüße. Und von solchen Kommentaren denke ich mir dann immer so. Natürlich, die meisten, die irgendwelche blöden Kommentare schreiben, der Großteil der Kommentare ist, du bist so naiv, du bist blöd, du versaust das deutsche reine Menschenblut und so. Bla bla. Und wenn man den Kommentaren dann antwortet oder andere den Kommentaren antworten, ist die Antwort auf die Frage, ob sie denn jemanden kennen, der aus dieser Richtung der Welt kommt? Nein. Und dann ist eigentlich schon klar, dass die Medien uns versauen. Also es ist böse gesagt, aber es ist einfach so, weil wenn man was hört, hört man was Negatives. Man hört immer von Business oder Business, eben diesen Heiratsschwindlern. Keine Kommentare dafür, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Es ist mir piepegal, wie ich es ausgesprochen habe oder wie es ausgesprochen wird. Ja, wie sollen denn die Leute ein anderes Bild davon bekommen, wenn man nur Negatives hört? Und auch das ist ein Mitgrund für mein Video, weil ich einfach zeigen will, dass es Leute gibt, die anders sind. Natürlich weiß ich jetzt nicht, was in 5 Jahren sein wird. Vielleicht sind wir dann getrennt. Vielleicht ist es aber ein ganz anderer Grund. Vielleicht ist es der Grund, dass ich habe keine Ahnung, was das für ein Grund sein könnte, will ich mir jetzt auch nicht überlegen, weil ich natürlich nicht möchte, dass wir uns trennen. Aber eine Trennung kann aus allen möglichen Gründen passieren. Und wenn man dann von sowas hört, dass sich Leute getrennt haben, ist es immer gleich, oh mein Gott, ja, er wollte nur den deutschen Pass oder sonst irgendwas. Es geht einfach nur darum, dass man viel zu viel Negatives hört und das ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Also macht euch bitte euer eigenes Bild. Geht einfach mal dort in den Urlaub und ihr werdet sehen, ja, nein, geht dort nicht in den Urlaub. Ihr werdet sehen, dass dort wirklich, wirklich viele Männer sind, die es nur darauf abgesehen haben. Und man kann es wirklich auf alles beziehen. Es gibt so viele Vorurteile und
Es gilt nie für alle. Und das sollte man sich merken.